Herzlich willkommen inmitten der Ausstellung Giorgio di Chirico, magische Wirklichkeit. Wir sind hier im Herzen der Ausstellung, im Hauptraum, bei dem größten Werk, was wir zusammentragen konnten, einem Hauptwerk aus der sogenannten metaphysischen Phase von di Chirico, was ein Zentrum auf der Piazza ist, die wir hier für Sie geschaffen haben. Das Bild ist aus Philadelphia zu uns gekommen, hatte einen weiten Weg und ist ja ein ganz besonderes Werk, weil es sehr viele Aspekte verbindet, die wir in dieser Ausstellung Ihnen zeigen wollen. Nämlich, was ist das Besondere an der metaphysischen Malerei, woher kommt sie, was sind die Quellen, aus denen sich di Chiricos Idee der Metaphysik speist und wir sind auch in diesem Werk Abschnitt, der so eng ist, nur 10 Jahre, auch Umbrüche zu erkennen. Das Werk, der Lohn des Wahrsagers, zeigt uns erstmal einen riesigen leeren Platz. Sonnenbeschienen, eine große helle Fläche im Vordergrund, eine dunkle an der Seite und in ganz klarer, fast lineal, gerader Konstruktion einzelne Architekturelemente wie den Bogen, die auch hier aufgenommenen Arkaden und in der Mitte die große Leere des Platzes. Im Hintergrund eine Mauer aus Ziegelsteinen und hinter dieser Mauer scheint eine Eisenbahn zu fahren mit einer gewissen Geschwindigkeit. Das sieht man dem Rauch dieser Eisenbahn an. Und das Thema Geschwindigkeit wird aufgenommen, vielleicht in diesem Zeichen, was wir uns für Zeit gemacht haben, der Uhr, die auf kurz 5:02 steht. Aber eigentlich passt diese Zeit 5:02 gar nicht so sehr zu dieser Stimmung dieses Platzes, der ja eher so eine Nachmittagssonne, eine herbstliche, tiefstehende Nachmittagssonne ist. Das erkennen wir an dem entscheidendsten Bildelement wahrscheinlich, den Schatten, den tief dunklen Schatten, die hier diesen Platz strukturieren. Was ist das für ein Platz? Es ist angeregt von realen Platzerfahrungen, die Giorgio di Chirico hatte. Der junge Künstler kam mit 17 Jahren nach Deutschland, nach München und hat dort an der Kunstakademie studiert, hat sich aber eigentlich eher selbst weitergebildet im Studium von Reproduktionen und auch Originalen der deutschen Spätromantik von Max Klinger und Arnold Böcklin. Er kommt von München nach Italien, sieht Florenz, wohnt in Mailand und entdeckt für sich Turin. Vorher hatte er in Florenz auf der Piazza Santa Croce eine Art Erweckungserlebnis. Er nennt es selber Offenbarung und das kann man nur verstehen auf dem Hintergrund der Lektüre, die er intensiv vorher betrieben hat mit seinem Bruder, nämlich von Friedrich Nietzsche. Er setzt sich also nicht nur mit der deutschen Kunst, Spätromantik auseinander, sondern auch mit den großen Philosophen. Nietzsche, also sprach Zarathustra, ist ein Hauptwerk, das er liest, aber auch Schopenhauer. Und auf Grundlage dieser intensiven Lektüre hat er auf einmal auf diesem Platz in Florenz das Gefühl, er sieht alles neu. Er sieht den Platz, als ob er ihn noch nie gesehen hätte und sieht auf einmal vor sich die Komposition eines Gemäldes von einem Platz. Und dieses Offenbarungserlebnis, was er immer wieder auch in seinen Schriften erinnert und beschreibt, ist ganz fundamental für die Entwicklung der dann folgenden Phase der metaphysischen Malerei. Er löst sich durch dieses Erlebnis, durch die Lektüre von Nietzsche, von Böcklin, von Klinger und fängt nun an, seine Bilder ganz anders zu konstruieren. Und zwar entstehen nun diese Erinnerungen an diese Platzerfahrung, angelehnt an diese Platzerfahrung, angelehnt an die Architektur, Erinnerung einerseits an München, andererseits an Florenz und auch an Turin. Diese klar angelegte Stadt mit ihren Arkaden ist ihm eine Erinnerung. Er malt nicht Turin, es ist eher so, dass Turin emotional verarbeitet wird und zu einer Idealbühne seiner Fantasie wird. Und auf dieser Idealbühne kommen nun verschiedene Dinge zusammen. Auf einmal taucht dann so eine Skulptur, die an Griechenland erinnert, an griechische Mythen erinnert. Es ist die Ariadne-Skulptur auf einem scheinbar Turiner Platz auf. Das passt nicht zusammen. Da tauchen auf einmal verschiedene Elemente und Zeiten zusammen. Die Skulptur und die Modernität, die die Eisenbahn verkörpert. Die Skulptur ist
etwas, was immer wieder auftaucht in seinem Werk. Es ist in Erinnerung an seine Jugend, die er in Griechenland verbracht hat. Er ist aufgewachsen mit den griechischen Mythen, in denen das Göttliche und die Natur und der Alltag so ganz einfach verwoben werden, und das prägt ihn für sein Leben. Das heißt, hier kommt Griechenland hinein und die Skulptur der Ariadne, die kretische Prinzessin, die der Sage nach ja dem athenischen Königssohn den Faden reicht, damit er dem Labyrinth des Minotaure entkommen kann. Sie liegt dort nach dieser Tat erschöpft, verlassen von Theseus, dem Prinzen, dem sie half, und wartet, halb schlafend, halb wachend. Der Mythos geht so weiter, dass sie dann aufgesucht wird von Dionysos, und die Hochzeit von Dionysos und Ariadne ist für De Chirico etwas, was er im Sinne von Nietzsche versteht, nämlich eine Verbindung vom weiblichen, männlichen, von Geist, von der Seele, die Ariadne verkörpert, und von dem Körper, auch eine Verbindung von Bewusstsein und Unbewusstsein, von Traum und Realität. Und eigentlich geht es in seiner Kunst immer um diese Verbindungen von Dingen, die scheinbar widersprüchlich sind, aber die zusammengebracht werden. Also ist Ariadne eine Erinnerung an seine griechischen Wurzeln. Der Platz ist eine Reminiszenz an Turin, an seine italienischen Platzerfahrungen. Und die Stimmung, die er versucht, mit diesem Bild zu begreifen, ist etwas, was er von Nietzsches Schriften ableitet. Er hält Nietzsche für den größten Poeten überhaupt und sucht die Tiefe und die Stimmung, die er dort ausgedrückt sieht, in den Schriften nun in seiner Kunst festzuhalten. Diesen Gemälde liegen Studien zugrunde. Wir konnten diese Studien aus einer Privatsammlung holen. Das heißt, wir sehen genau, wie konstruiert bis auf den letzten Millimeter dieses Gemälde ist. Auch wenn es einer scheinbaren Offenbarung entspringt, ist es etwas, was hochkonstruiert und reflektiert ist. Und was wir fantastischerweise auch holen konnten, ist die Gipsskulptur von der Ariadne, die Giorgio De Chirico sich selber geschaffen hat als Vorbild für diese Komposition. Also mitten aus seinem Atelier heraus diese kleine Gipsskulptur, die in exakt dieser Form liegt, wie diese Ariadne hier liegt. Sie sehen, wenn Sie es vergleichen mit der Gipsskulptur, dass De Chirico die Formen noch mehr vereinfacht, als es in der realen Skulptur der Fall ist. Die Formen werden ein bisschen ja, noch skulpturaler und gerade hier im oberen Bereich fast kubistisch. Und da sehen wir jetzt den vierten Einfluss neben Griechenland, Deutschland, Italien, kommt nun Paris hinzu. Denn dieses Bild entsteht in Paris, als er 1911 seinem Bruder folgt und seiner Mutter nach Paris und dort mit der zeitgenössischen Avantgarde zusammentrifft. Und das ist natürlich Picasso in Paris, wo er das Atelier aufsucht, 1913, genau in dem Jahr, in dem wir uns hier befinden. Und mit Guillaume Apollinaire, dem Poeten und Kunstkritiker, dort auf die frühen kubistischen Werke von Picasso stößt. Die machen einen großen Eindruck auf ihn, genauso wie er und seine Bilder einen großen Eindruck auf Picasso machen. Picasso wird Zeit seines Lebens Skizzen von De Chirico in seinem Besitz erhalten, die genau diesen metaphysischen Bildern zugrunde liegen. Also die Wertschätzung ist wechselseitig. Die beiden haben sich viel zu sagen in Paris 1913, 1914. Und man sieht an der Form der Ariadne vielleicht schon so ein bisschen auch die Einflüsse des Kubismus auf die Formensprache von De Chirico. Aber er geht einen ganz anderen Weg, denn es geht ihm nicht um die Formzergliederung. Es geht ihm eigentlich darum, etwas sehr Traditionelles neu zu nutzen, nämlich die Perspektive, die Fluchtpunktkonstruktion von Räumen. Und wir sehen, dass hier Linien fluchten, dass Architektur aufgebaut ist, und zugleich sehen wir, es führt uns hinein in den Raum, aber der Raum wird uns zugleich versperrt, weil er mehrere Fluchtpunkte nimmt. Die Konstruktion ist so, dass die Elemente uns entgegenkommen und der scheinbar so leere, offene Raum gleichzeitig verschlossen wirkt. Unterstrichen durch die scharfen Kontraste, durch die harten Schatten, wirkt er zeitlos, unheimlich, verführerisch, merkwürdig, rätselhaft. Und es sind genau diese Themen, das Rätselhafte, das Unerklärliche, das scheinbar so auf den ersten Blick Offensichtliche und dann doch der zweite Blick, der zeigt, da verbirgt sich noch etwas ganz anderes dahinter, die dazu führten, dass diese Gemälde, diese Werkgruppe der metaphysischen Bilder, auch der Platz
Gemälde eine unglaubliche Rezeptionsgeschichte hatten. Ganz früh wurden sie von den Surrealisten gesehen, entdeckt und als Anregung gesehen für die Entwicklung der Frage nach der Surrealität, die sich in der Realität verbirgt. Die Elemente werden Ihnen immer wieder begegnen in der Ausstellung in verschiedenen Bildern. Die Arkaden werden immer wieder auftauchen, die Eisenbahn taucht immer wieder auf und auch die Uhr, die eine Zeit zeigt, die eigentlich gar nicht in die Zeit passt. Wir freuen uns auf weitere Begegnungen dazu.